Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier bei Zero. Ich bin jetzt aktuell zu Hause und wollte gerade ein YouTube-Video-Thema aufnehmen und dachte mir, hey, es ist doch viel zu langweilig, das hier mir jetzt über den Winter immer mit dieser Kulisse hier so ein bisschen hier zu Hause in meinem Arbeitszimmer einfach eine halbe Stunde zuseht, wie ich irgendwie über ein Thema am Reden bin. Und deshalb machen wir Folgendes. Ich werde ab sofort, ich habe so einige Fahrszenen über dieses Jahr hinweg aufgenommen. Das bedeutet, ich bin einfach am Fahren, rede aber nicht. Und so kann ich es mir aber einrichten, dass ich sogenannte Voice-Overs mache. Das bedeutet, ich bin nicht wirklich auf dem Motorrad und rede in den Helm hinein. So kann ich halt verschiedene Fahrszenen verwenden und einfach für alles Mögliche ein Voice-Over drüber legen. Heute möchte ich ein, glaube ich, interessantes Thema für euch mal anschneiden, vor allem für die jungen Leute, die sich gerade überlegen, hey, ich möchte Motorrad fahren, ich möchte anfangen, ich weiß aber nicht genau, möchte ich jetzt ein Naked Bike oder möchte ich einen Supersportler? Meine persönliche Situation folgendermaßen, ich fahre jetzt seit über 7 Jahren ein Naked Bike, ich besitze auch eins, ich fahre jetzt seit 1 Jahr einen Supersportler, ich besitze auch einen und so möchte ich euch jetzt durch meine Erfahrung einfach mal aufzeigen, was sind genau die Unterschiede. Und zwar mit persönlichen Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe. Einmal eine Kawasaki Z1000, 2016er Baujahr, und einmal eine ZX-10R, 2016er Baujahr. Wer sie noch nicht kennt, checkt mal meine YouTube-Videos ab, da sind sie beide zu sehen, oder mein Instagram-Kanal, unten hier gleich verlinkt. Und bevor ich jetzt mich hier hinsetze, mit meinem iPad, bei dem ich mir ganz viele Notizen gemacht habe, 3 Seiten lang sozusagen, was in Pros und was in Kontras, möchte ich euch den heutigen Sponsor vorstellen. Und zwar ist der heutige Sponsor Blacklisted. Hey, natürlich völliger Blödsinn. Spaß beiseite. Das ist unser Modelabel, meins, Swiss Bikers und Double X Riders. Wir haben das gegründet, unser erster Hoodie, den wir herausgebracht haben. Die Resonanz ist einfach genial. Vielen lieben Dank an die Leute, die ihn schon gekauft haben. Und danke auch an die Fotos, die ihr mir geschickt habt, damit ich diese immer reposten kann. Wir sind da fleißig dran. Wir sind auch schon an anderen Sachen dann. Ich habe nichts gesagt, die anderen zwei wissen noch gar nicht. Auf jeden Fall danke euch und Blacklisted ist der Sponsor vom heutigen Video. Jetzt brauche ich ein bisschen Energie, ein bisschen Zucker. Ich hole mir kurz einen Schokokuchen und dann geht's auch schon weiter. Roxy. Ganz geiler Kuchen. Dankeschön. Wie vor dem Kuchenvorfall eigentlich schon angedeutet, möchte ich mit euch darüber reden, wie es denn ist, jetzt nach einer kompletten Saison mit der ZX-10R, sprich mit einem Supersportler, und wie es denn ist, wenn man schon sehr viel Erfahrung hat mit dem Naked Bike. Das heißt, ich kann ein gutes Fazit ziehen, was für euch denn interessant sein könnte und was Vor- und Nachteile sind. Seit Anfangsjahr fahre ich praktisch ausschließlich die ZX-10R. Wenn es darum bedeutet, dass ich Ausfahrten mache, sprich die Alpen, Schwarzwald, solches. Die Z1000 fahre ich aber jeden Tag zur Arbeit und wieder zurück. Das ist mehrheitlich am Anfang Landstraße, dann Autobahn und dann noch ein gutes Stück in der Stadt. Und so kann ich euch ziemlich gut sagen, was ist für was eigentlich geeignet. Schlussendlich ist es sowieso immer die persönliche Vorliebe. Kann man nicht anders sagen. Wenn jemand unbedingt einen Supersportler möchte, wird er sich einen Supersportler kaufen, komme was wolle. Aber ein Supersportler hat definitiv mehr Kontras als Pros, wie ich jetzt so in meinen Notizen hier sehe. Und es hat mich persönlich doch etwas überrascht, aber ich möchte euch alle Punkte eigentlich mal einfach näher bringen und kurz darüber diskutieren, die mir so aufgefallen sind. Besser und schlechter in dem Sinne gibt es aber nicht. Das kann ich euch vorweg schon mal sagen, weil alles ist einfach persönliche Präferenz. Entweder man will das eine oder man will das andere. Beides zusammen geht einfach nicht und man muss in beiden Systemen, sage ich jetzt mal, in beiden
Genres vom Motorrad muss man einfach Abstriche nehmen. Ich fange mal mit dem Contras an, von Supersportler. Also nee, ich rede hier immer von Supersportler, weil das jetzt in der letzten Zeit mein Hauptmotorrad ist und definitiv auch bleiben wird. Es ist deutlich weniger bequem auf langen Strecken, da kann mir niemand irgendetwas anderes sagen. Jeder, der mir sagt, nee, Naked Bike ist weniger bequem, der ist noch nie eine lange Fahrt mit einem Supersportler gefahren. Also wenn man 5 Stunden und plus Ausfahrten macht mit einem Supersportler, das merkt man. Man merkt es vor allem jetzt im unteren Rückenbereich, wenn man einen Rucksack anhat, der etwas schwerer ist, beispielsweise mit Linsen zum Fotografieren, also Kameralinsen. Und vor allem, also nicht im Handgelenk, also das ist ein Trugschluss, wer es im Handgelenk merkt, der fährt einfach falsch, weil die Handgelenke, die müssten permanent entlastet sein. Ja, klar kann man mal ein bisschen auf die Handgelenke gehen, um den ganzen anderen Körper zu entlasten, aber eigentlich die Handgelenke, die merkt man nicht. Zumindest so meine Erfahrung. Aber die Beine, Kniewinkel, extrem steil, das merkt man in den Knien. Dann, was man auch ganz krass merkt, ist der Beinbizeps. Das ist der hintere Teil vom Bein. Wenn man denn sich richtig hält auf dem Motorrad und mit gegen die Fußrasten drückt, dann ist das schon eine ziemlich lange Ausdauerkraft, die mit dem Bein gewährleistet werden muss. Und das merkt man am nächsten Tag mit dankendem Muskelkater, der par excellence ist. Also der tut wirklich saumäßig weh. Dann zu zweit ist das Ganze auch nicht wirklich bequem. Ich bin jetzt doch schon 2 Fahrten mit Roxy hinten drauf als Sozia gefahren. Und das ist eine ganz andere Welt. Weil aufwärts geht's, weil das ganze Bike quasi und das Gewicht physikalisch gesehen eher nach hinten geht. Aber vom Berg beispielsweise wieder runterfahren, hoi, 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 hoi. Bei jedem Bremsmanöver, und ich meine, wer richtig fahren will, der geht mal halt ein bisschen auf die Tube und vor der Kurve bremst er halt nun mal runter, weil das muss ja so. Und da merkst du das Gewicht von der Sozia oder vom Sozio-Fahrer extrem, dass dir die Belastung auf den unteren Rücken fällt. Du musst nämlich das komplette Gewicht von dir und vom Sozius-Fahrer halten, weil niemand hat sonst irgendwo eine Haltermöglichkeit auf dem Supersportler. Weder hinten noch vorne am Tank großartig, vor allem wenn es eine Frau ist. Das merkt man einfach. Und wenn man viel zu zweit fahren möchte, muss man das unbedingt bedenken. Geht ins Gym und trainiert Deadlifts. Ihr werdet die Kraft wirklich brauchen. Könnt ihr mir glauben. Dann, was mich am Anfang ziemlich gestört hat und mittlerweile bin ich gut reingekommen, ist, dass ich keine Tankanzeige habe. Bei vielen Supersportlermodellen gibt es schlicht und einfach keine Tankanzeige, weil Supersportler konzipiert für die Rennstrecke. Für die Rennstrecke machst du deine Turns, gehst raus und gehst wieder tanken. Punkt. Braucht keine Tankanzeige. Ich, ja, mit meinem Freund Double X Rider. Ey, Bro, 180 Kilometer, wir müssen wieder tanken. Ne, wir haben zum Teil keine Ahnung, wie weit wir kommen. Die einzige Möglichkeit, das rauszufinden, ist entweder die Kilometerzahl immer wieder auf Null zu stellen, auf dem Trip. Und dann weiß man, so alle 180 bis 200 Kilometer muss man wieder mal tanken, damit man auf der sicheren Seite bleibt. Oder aber Tankdeckel auf, der Motorrad unterm Popo schütteln und dann hinhören. Hat es noch viel Most drin? Ja oder nein? Muss man sich auf jeden Fall daran gewöhnen. Jemand, der vom Naked Bike kommt, wo alles angezeigt wird am Armaturenbrett, dem könnte das vielleicht ein Dorn im Auge sein. Dann sicherlich weniger Möglichkeit, während dem Fahren ein bisschen zu entspannen. Beispielszenario: Wir sind in der Schweizer Alpen, wir haben eine 8-Stunden-Tour hinter uns und dann geht es auf die Heimreise und beispielsweise ich persönlich brauche immer 2 Stunden, bis ich bei den Alpen bin. Hinfahrt kein Problem, Rückfahrt, ja, lieber Scholli, das zieht sich dann doch manchmal ziemlich hin. Auf dem Naked Bike, auf meiner 10.000, Füße nach vorne auf die Sturzpads, bisschen entspannen, bisschen linke Arschbacke entspannen, bisschen rechte Arschbacke entspannen. Alles kein Problem, aufrechte Position, kann man auch so gut entspannen, ist alles gemütlich, man kann halt mit einer Hand lässig einfach Gas geben und man kann wirklich den Körper ein bisschen Ruhe geben. Auf dem Supersportler ist das nicht ganz so einfach. Linke, rechte Arschbacke entspannen, ja, das geht, aber man muss dann das Gewicht halt irgendwie anders halten. Und wie geht das nun mal anders als mit dem Handgelenk? Das heißt, weil die Sitzposition halt einfach
sportlicher ist, mehr vorderradlastiger, das Gewicht drückt entsprechend mehr nach vorne und ich nun mal nicht so wie andere BMW-Fahrer ein Tempomat habe, muss man halt das ganze Gewicht und das Tempo halten auf der Autobahn beispielsweise und das geht dann ziemlich schnell auf den Körper. Also wirklich entspannen und ganz weit nach vorne sitzen beispielsweise, so dass man mit den Eiern praktisch seinen Tank touchiert, da geht auch nicht wahnsinnig gut, weil man ist immer noch so weit hinten, dass diese Sitzposition sportlich ist und das merkt man einfach. Also wer am Schluss von einem Rideout ein bisschen entspannen möchte, fehl am Platz. Geht wirklich nicht. Und irgendwann tut einfach alles weh. Dann, was mir ganz krass aufgefallen ist, ist die Kurvensituation bei einem Supersportler. In der Kurve muss man ab und zu mal einfach korrigieren. Das bedeutet jetzt nicht, dass du unbedingt deine Kurvenlinie versaut hast, sondern es kommt dir ein Wagen entgegen, es kommt dir ein verrückter Motorradfahrer entgegen, der ist voll in deiner Spur, sonst irgendetwas, ein Loch, das du ausweichen musst, irgendwie sowas. Ja, ich denke, die Supersportler werden mir hier auf jeden Fall jetzt gerade zustimmen. Zumindest diejenigen, die wissen, wie es ist, in der Kurvenlage eine Korrektur vorzunehmen, wenn man irgendwo schnell ausweichen muss. Und zwar mit einem Supersportler und mit einem Nakedbike. Ich muss wirklich zugeben, es ist deutlich schwerer, seine Kurvenlage zu korrigieren oder seine Linie, die man gerade fährt, auszuweichen, irgendwie sich aufzurichten, was auch immer. Aber mit einem Supersportler ist das wirklich anders und viel schwerer und dadurch meiner Meinung nach auch deutlich gefährlicher. Beispielsweise dir, keine Ahnung, rennt gerade ein Hund über die Straße und du bist in der Kurve, du siehst, oh, auf meiner Kurvenlinie ist gerade ein Loch oder sonst was, oder ein Autofahrer nimmt es mit der Kurve nicht so ganz genau und kommt in deine Gegenfahrbahn, bist du dann noch ein bisschen im Hang-off und ein bisschen drin in der Kurve, viel Spaß. Es ist wirklich, mit einem Nakedbike ist es ein Handschlenker, bisschen am Lenkrad dran zupfen und zack, ist man auf der anderen Seite, blöd gesagt. Aber mit dem Supersportler ist das wirklich deutlich mehr Arbeit und somit wirklich gefährlich. Also das muss bedacht werden. Ist man voll in der Kurve, ist es nicht mehr so einfach, etwas oder jemandem auszuweichen. Und bitte bedenkt das, wenn ihr schnell Kurven fahren möchtet im öffentlichen Straßenverkehr. Und dann ein ganz krasser Nachteil meiner Meinung nach, der einfach immer irgendwelche Verbesserungen nach sich zieht, ist die fast schon obligatorische längere Übersetzung bei Supersportlern als beim Nakedbike. Nakedbike ist nicht darauf ausgelegt, Spitzengeschwindigkeiten von 300 km/h zu erreichen. Dementsprechend hat es auch nicht so krass lange, also krass lange ist übertrieben, aber einfach so lange Übersetzungen wie jetzt ein Supersportler. Ein Supersportler hat definitiv längere Übersetzungen und das merkt man ganz einfach. Da läuft halt bis zu, sage ich jetzt mal, 6.000, 7.000 Umdrehungen einfach nicht so viel wie bei einem Nakedbike. Nakedbike ist deutlich angenehmer, cooler, lässiger. Man hat das Gefühl, man hat Power unterm Arsch. Jetzt auf einer Landstraße mäßig als ein Supersportler. Ich mit meiner ZX-10R war vor allem ganz krass geprägt davon. Andere Hersteller machen das besser. Kawasaki hat seinen Grund, wieso, dass sie das nicht ändern möchten. Wegen Stockrennen. Sie gewinnen einfach so jedes Mal auf der Rennstrecke. Dafür müssen wir, die Käufer, ein bisschen leiden. Naja, sei es drum. Kann man aber sehr einfach korrigieren. Beispielsweise, ich habe meine Übersetzung geändert auf dem Bike und dadurch habe ich einfach mehr Dampf unten rum. Klar, ich kann jetzt nicht unbedingt gleich sofort meine 300 Stundenkilometer erreichen. Ja, aber rechnet mal aus, wie oft brauche ich mehr Pfupf unten rum aus der Kurvenschräglage rausballern und wie oft brauche ich 300 Stundenkilometer, weil ich jetzt gerade auf der Rennstrecke bin oder aber auf der deutschen Autobahn, brauche ich nicht. Habe ich mehr Dampf unten rum, das ist mir lieber. Also das ist einfach mit zusätzlichen Kosten verbunden. Dann sicherlich die Vollverkleidung, die auf jeden Fall beim Rennmotorrad immer vorhanden ist, einfach wegen der Stabilität. Kippt dir das Bike, fällst du um, schleifst du dir mal was ab, dann wird das eine teurere Geschichte als beim Nakedbike, das ist schon mal klar. Also dieser Punkt, dieser finanzielle Punkt muss einfach beachtet werden, den hat man so beim Nakedbike nicht oder deutlich weniger. Dann auch die Versicherung, zumindest in der Schweiz, diese ist definitiv teurer, weil es einfach eine Supersportler ist, die halt 200 PS hat und das kommt halt bei der Versicherung zu tragen. Also meine Vollkaskoversicherung
beim Motorrad ist ein gutes Stück teurer für die ZX-10 als für die Z1000. Und ich habe meinen Berater gefragt, weshalb das so ist, und sie sagen ganz klar, die Kategorie Supersportler mit so viel PS, das macht einfach einen Unterschied, weil es halt einfach ein größeres Risiko ist. Also auch hier wieder ein finanzieller Aspekt, der nicht außer Acht gelassen werden darf. Deutschland kann ich euch leider nicht sagen, da habe ich keinen Plan, wie das läuft mit der Versicherung. Und zu guter Letzt noch ein Negativpunkt, der mir auch aufgefallen ist jetzt in dieser Saison. Man hat weniger schnell das Gefühl, schnell zu fahren, als beim Naked Bike. Das hat ganz einfach mit der Ergonomie zu tun. Auf dem Supersportler ist man windschnittiger. Dementsprechend prallt weniger Wind an dir ab, sondern du bist ergonomischer. Dementsprechend hast du aber auch nicht das Gefühl, du fährst, 150 in der 80er-Zone. Beim Naked Bike, jetzt gerade bei meiner Z1000, die auch gar kein Schild hat oder sonst was und den Wind überhaupt nicht abhält, was ich persönlich aber cool finde, fahre ich 80 oder 100 und ich habe aber das Gefühl, ich ballere hier mit 180 durch die Gegend. Also rein gefühltechnisch ist es schon was anderes mit einem Supersportler als mit einem Naked Bike. Naked Bike hast du einfach das Gefühl, boah geil, ich bin mega schnell unterwegs. Und dabei ist es eigentlich gar nicht so. Aber es ist schon zu verschmerzen. So, und jetzt endlich kommen wir zu den Pros. Die sind zwar ein bisschen weniger gepunktet, aber, beziehungsweise ich habe hier ein bisschen weniger Punkte, aber ich muss schon vorweg sagen, sie geben mir ein besseres Gefühl und deshalb habe ich mich persönlich für die Supersportler entschieden und in Zukunft werde ich mich, außer es ändert sich was komplett bei mir, aber auch in Zukunft werde ich mich für die Supersportler-Kategorie weiterhin entscheiden. Zuallererst, einer der wichtigsten Punkte für mich ist das komplett andere Fahrgefühl und Fahrverhalten mit einem Supersportler, vor allem in den Kurven. Ich persönlich habe mich noch nie so richtig krass wohlgefühlt in den Kurven, wie man Kurven fährt mit dem Naked Bike. Das hat zum einen mit der Ergonomie zu tun, das hat zum anderen mit einem anderen Lenker zu tun. Allgemein die Stabilität, die man von einem Supersportler kennt in der Kurvenlage, ich finde das einfach so ein geiles Gefühl. Das gibt mir so krass geiles Feedback vom Vorderrad, das habe ich einfach nicht bei der Naked Bike. Und dieses Gefühl alleine, dass, boah, ich fühle mich so geil auf dem Bike, wenn ich fahre und von links, rechts hin und her schieße, das Gefühl alleine ist gut genug, um sämtliche Negativpunkte von oben gleich wegzuradieren für mich und dass ich mich immer wieder für die Supersportler entscheide. Für mich einfach ein Fakt. Fährt mal beides. Wenn ihr euch wohlfühlt auf dem Supersportler, werdet ihr sofort verstehen, was ich denn hier meine. Dann ein riesen positiver Punkt, der meiner Meinung nach gerade für Anfänger eine wichtige Rolle spielen könnte, ist das, was meiner Meinung nach korrektes Fahren ist, mit Blickführung, mit der Körperposition, das Halten mit den Beinen und mit dem Rumpf, also die Stabilisation, das ganze Lernen von dieser Haltung, was korrekt ist, wie gesagt, meiner Meinung nach, kann man auf der Supersportler einfach besser machen, einfacher lernen. Man hat ein direkteres Feedback und auf der Supersportler geht sowas einfach einfacher und somit kann man viel schneller lernen, wie man, nochmals, meiner Meinung nach, korrekt Motorrad fährt. Auch das Hang-Off. Deutlich einfacher, meiner Meinung nach, jetzt auf dem Supersportler und nie down als auf dem Naked Bike. Für mich persönlich ist das einfach ein Fakt. Dann ein ganz großer Pluspunkt, gerade wenn man auch Autobahnen ab und an mal fährt, die deutlich stabilere Lage bei höheren Geschwindigkeiten, das stabilere Verhalten vom Motorrad selbst. Also gerade auch bei meiner ZX-10R, die ist ja ultra stabil, also da ist eine Yamaha und eine BMW ein bisschen agiler, dafür ist meine einfach stabiler in den Kurven. Triffst du mal deine Kurve, dann ziehst du die durch mit einer Geschwindigkeit, da kommt hier kein anderer hinterher. Ich finde das einfach richtig geil bei Supersportlern. Diese Stabilität, die dir das Bike vermittelt tut, das hast du einfach nicht auf dem Naked Bike. Das finde ich, trägt richtig bei zum geilen Fahrgefühl. Dann auch das aktivere Verhalten, das man entsprechend mit einem Supersportler einfach hat. Naked Bike kann man mehr passiv fahren. Bedeutet auch so, ich kann auch mal kopfmäßig mehr ausschalten und immer noch fahren und bin dann irgendwo mit den Gedanken im Nirgendwo. Und bei der Supersportler muss ich mehr bei der Sache sein. Das erhöht persönlich meine Sicherheit, weil ich mit dem Kopf einfach mehr bei der Sache bin. Und dadurch ist auch die Sicherheit
mehr gewährleistet. Gerade jetzt bei Müdigkeit, sage ich jetzt mal, nach einem 8-Stunden Alpenfahrt, ich bin langsam müde, komme nach Hause, ich bin aber noch viel, viel, viel präsenter im Kopf, wenn ich auf der Supersportler drauf bin, weil sie mir ein direktes Fahrgefühl gibt, weil ich mehr mit dem Supersportler arbeiten muss, als mit dem Nakedbike. Ich sitze aufrecht, ich kann mich blödsinnig entspannen, was ich vorhin schon gesagt habe, und das lässt meinen Kopf eher träger werden und somit weniger Sicherheit, meiner Meinung nach. Dann vielleicht ein ganz blöder Punkt, aber es hat doch immerhin noch einen Punkt, der bedenkt werden kann, ist der etwas größere Coolness-Faktor von den Supersportlern. Ich meine, geht mal auf Instagram oder sonst wo, ihr werdet immer sehen, dass die Supersportler praktisch immer mehr Likes bekommen, einen größeren Coolness-Faktor haben als jetzt Naked Bikes. Das, woher das kommt, ich weiß es nicht, aber es ist einfach Fakt, Supersportler kommen besser an. Für jemanden, dem das wichtig ist, der müsste halt einen Supersportler kaufen. Dann der deutlich geringere Winddruck auf der Autobahn, den man entsprechend spürt, wenn man jetzt gerade mal eine Stunde Autobahn fährt und permanent 120, dann merkt man das irgendwann ziemlich am Kopf und an allem vom Naked Bike und bei der Supersportler also gar nicht. Sitzt du da drauf, da bist du wie ein Pfeil, der durch den Wind schneidet, das ist einfach ein geiles Gefühl. Und dann der massiv größere Druck, vor allem in den oberen Drehzahlbereichen, den du mit der Supersportler hast. Ich meine, wer das noch nie spüren durfte, das ist echt krass. Also, wenn ich in den oberen Drittel vom Drehzahlbereich komme mit meiner Z1000, habe ich bei weitem nicht so eine krasse Kraft wie mit der ZX-10R. Dieser Druck, den du mit der ZX-10R oder allgemein mit den Supersportlern hast, ui, mein lieber Scheu, also das haut dir die Eingeweide richtig im Rücken hinter mir raus. Da rupft dir einer alles raus, was du im Magen drin hast. Und bei Naked Bikes ist das einfach nicht so. Die Supersportler sind einfach für den oberen Drehzahlbereich gemacht. Und gelangst du mal in diesen Bereich, boah, also das Gefühl möchte ich einfach nicht mehr missen. Aber gerade das kann zu gefährlicherem Fahren verleiten, weil man halt einfach in diesen geilen Drehzahlbereich mehr kommen will, und möchte man das, muss man halt schneller fahren als bei einem Naked Bike wegen der Übersetzung und so weiter. Ja, den Rest könnt ihr euch dabei denken. So, das waren jetzt alles so Punkte, die mir vor allem jetzt seit dem Wechsel auf die Supersportler und allgemein, ich bin ja jeden Tag, fahre ich oder ich habe jeden Tag quasi einen Vergleich dazu, und das ist mir vor allem aufgefallen. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, bei welchen Punkten könnt ihr denn sagen, ja, da bin ich mit dir einig, und wo seid ihr dann komplett anderer Meinung? Also habt ihr noch andere Punkte, die euch hier wichtig sind? Das würde mich extrem mal wundern nehmen, was euch denn hier persönlich zusagt und was nicht und welcher Meinung ihr denn überhaupt seid. Für mich nochmal persönlich, wieso der plötzliche Wandel? Für mich war es vor allem das Kurvenverhalten, weil ich mich irgendwie nie so ganz, ganz, ganz krass zu Hause gefühlt habe auf dem Naked, und dann ein super krasses Angebot, ein Occasion-Verkauf von einer ZX-10R gesehen habe und dachte mir, komm, hey, ich muss einfach diese Chance wahrnehmen, ich habe es gekauft, und das Gefühl einfach, dass mir dieses Bike vermittelt, ist dermaßen geil, ich werde immer, immer wieder zurückkehren zum Supersportler, solange es mein Körper zulässt. Zusätzlich kann ich mir ganz gut vorstellen, es spielt wirklich eine große Rolle, womit ihr anfängt. Ich habe damals, vor jetzt knapp 8 Jahren, oder 9 mittlerweile sogar, mit einem Naked Bike angefangen. Das hat mich dazu bewegt, dass ich lange bei einem Naked Bike geblieben bin. Fängt ihr mit einem Supersportler an, denke ich, ist der Umstieg zurück auf ein Naked Bike ziemlich schwerer. Gehe ich mal davon aus zumindest. Das haben ja alle gesagt, die so einen Supersportler eigentlich jetzt haben und vorher ein Naked Bike hatten. Sie können sich nicht mehr vorstellen, zurückzukehren. Wiederum vom Naked Bike Aufstieg auf Supersportler, das geht meiner Meinung nach ganz einfach. Also jeder, der gut mit dem Naked umgehen kann, der wird sich blendend mit dem Supersportler verstehen. Meines halt diese ganzen Schmerzensgeschichten, die man einfach hat, weil es unbequemer ist. Ja, und zu guter Letzt, wieso eigentlich die ZX-10R und nicht irgendwas anderes? Dazu würde ich ganz gerne ein individuelles Video machen. Schreibt mir auch hier mal bitte in die Kommentare, würde es euch denn interessieren, dass ich da so ein Video mache, sicherlich mal bei der Z1000 und aber auch bei der ZX-10R, so 10 Pros und 10 Kontras von den jeweiligen Bikes aus meiner Perspektive, was gefällt mir vor allem an den Bikes und wieso ich mich für die ZX-10R schlussendlich entschieden habe. Schreibt es einfach in die Kommentare, ob euch das Ganze interessiert. Somit sind wir am Ende von diesem Vlog. Ich hoffe, es hat euch was gebracht, diese Pro- und Kontraliste. Schreibt sie für euch irgendwo nieder.
Nehmt die ganzen Punkte auseinander und guckt für euch, was euch passt. Ich hoffe, ich habe euch dabei geholfen. Euch noch einen wunderschönen Tag, euer Zero und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.